Ja, wir nehmen sie jetzt mal mit hier in unsere Garage, weil wir befassen uns heute mit dem Thema Radwechsel. Ist ja meistens von O bis O und das bedeutet, es ist jetzt wieder an der Zeit, von den Winterrädern auf die Sommerräder umzusteigen. Das muss man natürlich immer machen, weil das ist natürlich auch gut für die Reifen, dass man mit den Winterrädern nicht im Sommer fährt. Und dann ist man natürlich damit auch, wie gesagt, im Herbst auch wieder dran. Und das selbst machen ist hervorragend, weil Sie kennen es auch, man ruft da mal bei der Werkstatt an, aber ich bin mir sicher, Sie sind da nicht der Einzelfall. Dann dauert es Ewigkeiten, bis man einen Termin hat, um eben die Räder zu wechseln. Sie können es ganz einfach selber machen und Ralf zeigt uns das heute. Ja, das ist eigentlich für jedermann einfach, relativ einfach mit dem richtigen Equipment und wir haben hier ein paar Vorschläge für Sie. Das erste ist immer, man muss natürlich das Auto anheben, ganz, ganz klar, ja, um ein Rad zu wechseln. Und wenn wir, übrigens möchte ich gleich vorweg sagen, wenn wir irgendwann mal Monika oder auch ich von Reifenwechsel sprechen, ist das einfach umgangssprachlich. Ein Reifenwechsel kann nur eine Fachwerkstatt durchführen. Ein Radwechsel können wir alle durchführen. Wir sprechen also vom Radwechsel. Hier haben wir einen super Wagenheber, weil der ist elektrisch und der hat noch andere Vorteile. Ich mache ihn mal auf. Da kommt natürlich zu Ihnen in diesem Koffer. Und wir sehen ein sehr, sehr langes Kabel mit Fernbedienung. Aber was ich hier ganz wichtig finde, Vollmetall und vor allem den Standfuß. Und wenn Sie einen noch im Bordwerkzeug haben, dann haben Sie oftmals nur so ein kleines Oval. Und da muss ich sagen, wenn man damit arbeitet, das wackelt, wie sagt man so schön, wie ein Kuhschwanz. Der hier hat eine L-Form und eine wirklich gute Standfläche, sodass es stabil ist. Er ist in der Lage, bis zu 750 Kilo zu heben. Das ist die Hubkraft. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, mein Auto hat aber mehr als 750 Kilo, haben Sie recht. Aber man hebt ja nicht das ganze Auto hoch, ja, sondern nur ein Teil davon, nämlich vorne an einem Rad. Das Auto darf bis zu 2 Tonnen wiegen. Dann dürfen Sie diesen Wagenheber benutzen. Und ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Wir gehen einfach mal ans Rad. Ich werde es jetzt einfach mal nur andeuten. Ja? Wir machen jetzt keinen kompletten Radwechsel, aber Sie wissen dann mit Sicherheit auch, worum es geht. So, gehen wir drunter. Bitte darauf achten, wer das noch nie gemacht hat, dass ganz einfach überall an jedem Rad ein verstärktes Karosserieteil ist. Und dort setzen wir den an. Da müssen wir einmal auf die Knie gehen, ist aber auch kein Problem. Hier sehen wir diese Verstärkung und da setze ich den jetzt mal pro forma an. Ich gebe mal Strom über die 12-Volt-Steckdose. Bei uns mache ich es mit einem Powerbank. Bei Ihnen zu Hause machen Sie es ganz einfach, indem Sie die Zündung anmachen und die 12-Volt-Steckdose nutzen. Und jetzt haben wir hier hoch und runter, sogar mit einer Beleuchtung. Und jetzt setze ich einfach mal nach oben, schaue, dass es passt. So, passt. So, und jetzt geht er nach oben. Guck mal. Und das ohne, dass ich mich anstrenge. Ich könnte jetzt noch einen Kaffee nebenher trinken, ja. Sie sehen, jetzt wird er nach oben gehoben. Bis zu 34 cm habe ich hier Freiheit, ja. Und das geht innerhalb von, ich sage jetzt mal, einer Minute. Aber jetzt möchte ich das nochmal hinweisen. Schauen Sie mal, wie sicher das steht. Ja. Das, ich rüttel jetzt volle Pulle am Auto und das ist sicher. Und das finde ich schon mal wichtig. Man fühlt sich sicher, man hat nicht Angst oder nicht das Gefühl, jetzt fällt jeden Moment das Auto um. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Und ich brauche keine Körperkraft. Richtig. Man kennt also auch aus Filmen oder so, die Frauen immer so, das ist immer wieder so Klischee, ein bisschen hilflos am Rand stehen mit einem Platten und brauchen Hilfe. Ja, ist natürlich ein Klischee, was da bedient wird, aber ich glaube auch, wir Männer sind froh, wenn wir nicht mit diesen kleinen Ovalen und Kurbel oder Pumpe arbeiten müssen. Das hier ist wesentlich einfacher. Ich lasse es jetzt auch wieder runter. Ja, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, wie einfach das ist und wie schnell das geht über die Bordelektrik und dementsprechend auch zu Hause zu nutzen. Vielleicht ist ja auch einer in der Familie, der sagt, ich mache den Radwechsel bei allen Autos. Ja? Ja. Und damit bist du halt eben ganz schnell und sicher unterwegs. Und die Sicherheit ist mir natürlich die wichtigste. Und dann kommt das Ganze wieder ins Köfferchen, bleibt entweder in der Garage stehen, wir gehen wieder zurück, oder geht natürlich mit in den Kofferraum. Ich glaube, auch der Koffer ist hier kein Problem, wenn man den mitnimmt für, ich sage jetzt mal, den Pannenfall. Ich hoffe, dass das keinen passiert. Einfach wieder einrollen. Sie sehen, hier haben wir den genauen Platz dafür. Und dann ist das ganz schnell wieder verstaut. Also ich liebe diesen Wagenheber. Ja. Ich hatte vor 2 Jahren war es auch mal wieder eine Panne und hatte ihn Gott sei Dank im Kofferraum. Mhm. Ja, ich habe mir ein paar Utensilien, ein anderes Teil, was wir nachher in der Sendung haben, werde ich Ihnen auch noch zeigen, habe ich auch mittlerweile. Und es war dann wirklich problemlos. Ich brauchte eben auch da keine fremde Hilfe. Ja, also nutzen Sie hier jetzt die Gelegenheit aus und bestellen sich am besten Ihren eigenen elektrischen Wagenheber, dass es eben auch elektrisch funktioniert. Finde ich hervorragend, dann braucht man eben auch nicht mehr so viel Kraft.
Vielleicht haben Sie das auch gar nicht mehr oder ich könnte mir das jetzt auch nicht vorstellen. Hiermit geht es einfach wunderbar. Eine Lampe haben Sie auch noch mit dabei, das ist hervorragend. Und unser TV-Sonderpreis ist hier auch fantastisch, denn der liegt hier bei unserem elektrischen Wagenheber bei 84,54 €. Also am besten direkt bestellen. Ist immer gut, auch den mit dabei zu haben in diesem praktischen Koffer. Einfach zum Beispiel, wie Ralf den immer mit dabei hat, im Kofferraum legen. Und dann haben Sie hier eben immer Ihre eigene Hilfe. Das ist wirklich hervorragend. Oder können es vielleicht auch mal bei jemand anderem machen und dem helfen. Deshalb direkt bestellen mit der NX 55, 76 und der 569. Und ich muss sagen, das sah wirklich super einfach aus. Ja, und wir haben gerade gesehen, im Beispiel haben wir den komplett hochgefahren auf die 34 Zentimeter. Muss man im Normalfall nicht. Das reicht, wenn 1-2 Zentimeter Bodenfreiheit sind. Vorher bitte auch die Radmuttern lösen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ja. Mit einem kleinen Trick und dem richtigen Equipment ist das auch kein Problem, ohne große Kraftanstrengung. Aber hier, den Wagenheber liebe ich. Wie gesagt, für Autos mit einem Gesamtgewicht nicht zulässiges Gesamtgewicht, sondern Gesamtgewicht, Leergewicht von 2 Tonnen. Und da sind wir schon bei der gehobenen Mittelklasse, also eigentlich für alle normalen Autos zu verwenden. Ja, unbedingt hier jetzt diese Gelegenheit ausnutzen, weil ich finde diesen Preis einfach wirklich super. 84,54 €, Ihr TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer, die NX 55, 76 und die 569. Ja, wir zeigen Ihnen ja hier wirklich, wie man einen Radwechsel durchführt. Und deshalb zeigen wir Ihnen jetzt auch das Nächste, was Sie gebrauchen können oder gebrauchen müssen. Ein Teleskop-Radmutternschlüssel. Und den haben wir hier auch wieder zum TV-Sonderpreis. Ja, und der passt jetzt wirklich für jedes Auto, weil Radmuttern haben normalerweise eine Nuss oder eine Mutter 17, 19, 21 oder 23er Größe. Und das hier ist jetzt dieser Radmutternschlüssel. Man kennt das früher von Drehkreuzen, die also früher im Bordwerkzeug mit dabei waren. Heutzutage wird da oft drauf verzichtet. Aber was hier wichtig ist, also ich habe jetzt für unser Auto die 17er Nuss drauf gemacht, ist wirklich der Name Teleskop. Weil ich glaube, das haben wir alle in der Physik mal gelernt. Hebelwirkung. Und hier haben wir eine größere Hebelwirkung. Aber ich möchte Ihnen noch einen kleinen Trick zeigen, was viele meiner Meinung nach falsch machen. Das hat mir mal so ein Profi gezeigt. Deshalb gehen wir noch einmal zum Auto. Wir setzen das also an und wenn ich jetzt das löse, und im Normalfall sind die ja jetzt ein halbes Jahr fest gewesen, die könnten leichten Rost abbekommen haben, das ist aber oftmals schwer, die zu lösen. Und wenn Sie das jetzt machen wollen, und jetzt muss ich wieder überlegen, wie rum geht auf, wie rum geht zu, normalerweise geht rechts rum auf, also rechts rum zu, also linksrum auf. So, wenn ich jetzt hier aufmachen will und drücke, dann kann ich drücken wie ein Eber. Es klappt oft nicht, auch nicht für einen kräftigen Mann. Was ich machen muss, und das ist nur für den ersten Millimeter eigentlich, einen kurzen Stoß. Achtung, haben Sie es gesehen? Ja. Jetzt brauche ich keine Kraft mehr. Jetzt kann ich das ganz einfach aufdrehen und wieder zudrehen. Guck mal, jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Es ist ein Kinderspiel. Der Trick ist nur, den ersten Millimeter mit Schwung zu nehmen. Und dann geht's. Wir drehen es wieder fest, ja? Weil wir wollen ja jetzt nicht den Rad wechseln. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Und hier durch diesen Hebel habe ich jetzt auch keine Anstrengung. So, jetzt mache ich es mal handfest. Wir kommen gleich noch dazu, was ich dann noch machen muss. Aber jetzt ist die Mutter wieder fest. Aber beim Lösen, da tun sich manche so schwer. Ich habe das früher auch selber gemacht. Ich bin da drauf gesessen und nichts passiert. Und da hat mir das einmal mal gezeigt und gesagt, du, pass auf, gib einfach einen kräftigen Ruck für den ersten Millimeter. Kinderspiel. Und mit dem richtigen Werkzeug ist es dann noch einfacher. Ja, deshalb unbedingt jetzt auch hier die Gelegenheit nutzen und direkt hier Ihren Teleskop-Radmutternschlüssel direkt mitbestellen für gerade mal 14,24 €. Hervorragend finde ich eben auch hier diese Teleskop-Fähigkeit, damit man eben einen besseren Hebel hat. Das geht dann damit einfach wirklich hervorragend gut. Sie bekommen natürlich auch noch einen Aufsatz, weil das ist ja immer unterschiedlich. Sie müssen einfach schauen, welcher dann bei Ihren Rädern ranpasst. Aber unbedingt bestellen mit der Bestellnummer der NX 95 67. Und der 569 finde ich auch immer gut, wenn man den auch mal mit dabei hat im Kofferraum. Ja, natürlich, wenn du mal wirklich eine Panne hast, ist das eine Hilfe und er braucht nicht viel Platz. Ja, schauen Sie, oftmals hat man im Kofferraum auch so ein Seitennetz oder eine Ablage, da legst du den mit rein und du musst sogar nur eine Nuss mitnehmen, weil du hast ja nur ein paar von diesen Schraubenmuttern, du weißt dann, welches passt. Gehen wir noch mal ein Stück zurück für unser nächstes Produkt, weil das halt
halte ich für ganz, ganz wichtig. Und zwar für jedermann. Wir haben hier jetzt einen Profi-Drehmoment-Schlüssel. Ganz, ganz wichtig. So sieht er aus. Aber warum ich sage für jedermann? Ich möchte Ihnen was zeigen. Ich war letztes Jahr, habe ich neue Reifen bekommen. Fachwerkstatt. Und da hole ich mein Auto ab. Und das hier hängt bei mir am Spiegel. Und da steht drauf, und das haben Sie mit Sicherheit in dieser oder ähnlicher Form auch schon mal gesehen, sehr geehrter Kunde, wir haben an Ihrem Fahrzeug die Räder gewechselt bzw. vorübergehend demontiert. Zu Ihrer Sicherheit lassen Sie die Radschrauben nach ca. 50 Kilometer nachziehen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Sie werden in der Werkstatt professionell angezogen, aber oftmals lösen die sich durch die Vibration wieder. Und man muss die Radmuttern immer genau richtig anziehen. Macht man das zu stark, könnten sie brechen, dann durch die Vibration reißen, das wäre fatal. Macht man es zu schwach, könnten sich die Muttern wieder lösen bei der Fahrt. Und das ist auch fatal, dann fährt man irgendwann mal ohne Rad oder das Rad überholt ein. Und deshalb Drehmomentschlüssel. Und das ist ein Profi-Equipment. Und wir sehen hier diese Einstellungen. Und ich kann hier diese Kraftübertragung einstellen. Newtonmeter ist hier die Einheit, ganz einfach, indem ich drehe. Ich habe es für unser Auto schon gemacht. So generell sagt man grob, wenn man es nicht genau weiß, 120 Newtonmeter ist ungefähr das. Und jetzt können wir mal schauen bei unserem Rad, das ich oder der Mutter, die ich gerade losgemacht habe. Ich hoffe, ich habe die richtige, jawohl, die 17er Nuss. Und wir gehen noch einmal ans Auto. Und jetzt werden Sie gleich sehen, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Kraft zum Zudrehen. Aber wenn ich es richtig habe, dann dreht der nicht mehr weiter. Achten Sie mal auf das Geräusch. Hörst du? Ja. Okay, jetzt können wir natürlich alle vier kontrollieren. Ja, Achtung. Der ist auch gut. So, und das macht man jetzt. Oh, siehst du, da. Ja. Oh, da müssen wir. Das ist eine Ratschenfunktion. Achtung, jetzt fest. Wunderbar. Und das muss man nach dem Reifen, nach dem Radwechsel immer machen. Und dann auch noch mal 50 Kilometer hinterher. Jetzt wurde mir natürlich auch angeboten. Moment, da muss ich aufstehen. Auch das. Jawohl. Jetzt wurde mir angeboten, da steht auch drauf, kommen Sie gern wieder bei uns vorbei. Mhm. Aber da jetzt, also das wird auch meistens kostenlos gemacht, das müssen wir sagen, ist ein Service. Aber der Zeitaufwand, da wieder hinzufahren zur Werkstatt, ich muss mir auch wieder freinehmen, die müssen gerade Zeit haben, dann mache ich es doch lieber selber. Und deshalb sollte das zu jedem Equipment dazugehören. Also wer Autos hat, sollte so einen Drehmomentschlüssel unbedingt auch zu Hause haben. Ja, bestellen Sie sich Ihren eigenen Profi-Drehmomentschlüssel für gerade mal 28,49 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis für Sie. Die Bestellnummer dafür ist die NX9568 und die 569. Und Sie haben es gesehen, so einfach geht es. Und es geht hier natürlich auch noch mal um Ihre Sicherheit. Vernachlässigen Sie das bitte bloß nicht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie irgendwann sehen, dass Ihr Reifen Sie dann einfach mal überholt. Also ich glaube, das möchte man wirklich sich nicht ausdenken, wie schlimm das dann enden kann. Deshalb unbedingt hier direkt bestellen und einfach selber machen, weil dann ist man auch ein bisschen stolz auf sich und man weiß auch, dass der Reifen, das Rad richtig am Auto ist. Richtig, das ist ganz wichtig für die Fahrsicherheit. Wie gesagt, also wenn mal sich eine Mutter lösen würde, das wäre ein Albtraum. Ja. Das Auto fängt auch an zu schlingern, die Fahrsicherheit wäre natürlich gefährdet. So, jetzt werden Sie nach Ostern mit Sicherheit wieder viele Räder oder viele Autos auf der Straße sehen. Da ist irgendwo, steht überall VL, HL. Mhm. Da denken wir immer, was ist das für eine Marke, warum steht das drauf? Ganz einfach, wenn man Räder abmontiert, sollte man notieren, wo man die abmontiert hat. Da hinten haben wir noch ein paar Reifen, da sehen wir es ganz groß, VL. Guck mal. Ja. Und so ist das eigentlich Usus. Aber ich habe hier eine Lösung für jetzt alle 8 Räder, die man hat. Also wir haben ja 4 Winter-, 4 Sommerräder normalerweise. Und das machst du statt der Ventilklappe drauf, also statt dem Ventildeckel. Mhm. Und jetzt siehst du natürlich VL, VR, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Super. Warum ist das wichtig? Man sollte, weil man immer so eine unterschiedliche Abriebseigenschaft hat beim Auto, sollte man die Räder wieder dort drauf montieren, wo man sie auch runter montiert hat. Und deshalb ist das wichtig. Ja, also das, was man vorne links runter gemacht hat, macht man auch vorne links wieder drauf. Und da musst du jetzt keine Kreide oder Ettingstifte nehmen, sondern das hier einmalig, das ist wie der Ventildeckel geschraubt, wird drauf gemacht, stört keinen, aber ist dann sehr übersichtlich. Man muss da überhaupt nicht mehr dran denken und montiert dann eben wieder immer die richtigen Reifen auf der richtigen Seite, beziehungsweise Räder in diesem Fall.
Sieht auch, finde ich, viel stilvoller aus, als da irgendwie mit Kreide bemalt hier am Reifen. Aber das unbedingt hier auch mit bestellen, weil hier sind wir auch bei einem super Preis. Kostet gerade mal hier 4,74 €. Und dann können Sie sich das so ganz einfach merken. Sie bekommen jetzt 2x4 Stück, eben für die Winter- und auch für die Sommerreifen. Die Bestellnummer ist die NX 3051 und die 569. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, da weiß ich, dass Ralf sich das besorgt hat und auch schon mal gebraucht hat. Schon mehrfach, allerdings zum Glück noch nicht für mich, sondern immer nur für andere, um denen zu helfen. Das ist ein 5-in-1 Pannenhelfer, das können wir sagen. Da wir jetzt beim Radwechsel sind, möchte ich mit dieser Option anfangen. Wenn mir mal so Räder ein halbes Jahr in der Garage oder im Keller gelagert waren, durch die Temperaturunterschiede kann es sein, dass es an Luftdruck fehlt. Und deshalb haben wir hier auch einen Kompressor drin. Auf der Rückseite, Sie sehen hier wunderbar, den Schlauch angeschlossen. Mit dem kann man Motorräder, Autoreifen, alles aber auch Fahrräder aufpumpen. Mhm. Übrigens habe ich neulich gesehen, weil bei Fahrrädern den Druck nicht weiß, bei Fahrradmänteln ist der Druck immer abgedruckt auf dem Mantel. Der sollte so zwischen 3 und 5 bar sein, wusste ich auch nicht, aber es steht immer drauf, auf dem Mantel. Aber beim Auto steht es oftmals im Auto drin, und zwar meistens, bei mir ist es im Tankdeckel, aber bei den meisten Autos ist es, wenn man die Tür öffnet, innen so ein Aufkleber. Und dann sieht man die Barzahl. Und jetzt können Sie hier mit einem Druck bis zu 17 bar hier Luftdruck nachfüllen. Und das sollte man natürlich beim Radwechsel unbedingt kontrollieren, aber auch ansonsten sollte man regelmäßig den Reifendruck kontrollieren. Der ADAC empfiehlt sogar alle 14 Tage. Ja. Ich glaube, da halten wir uns alle nicht dran. Viele haben es oftmals vor an der Tankstelle. Dann tankt man, dann zahlt man, dann fährt man weg und denkt, Mensch, jetzt habe ich es wieder vergessen. Und das geht mehr wirklich öfter so. Hier kann ich einfach mal am Samstag einmal ums Auto laufen. Der Manometer zeigt mir den Druck an. Und dann kann ich mit dem Generator praktisch nochmal den Luftdruck oder den Kompressor in dem Fall, kann ich den Luftdruck ausbessern. Bei neuen Autos, also relativ neuen, seit 2016 ist das Pflicht. Da gibt es auch dieses Reifendruckkontrollsystem. Und wenn das mal muckt, ist es oftmals nur eine Kleinigkeit durch Temperaturunterschiede 0,2, 0,3 bar. Aber eine nervende Warnmeldung, ein Blinken im Armaturenbrett. Mhm. Und dann kannst du das auch ganz einfach mal wieder nachbessern. Dann ist es wieder weg. Option 1. Jetzt haben wir aber gesagt 5 in 1. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier oben haben wir einen USB-Anschluss. Wir haben Notstrom, mehr sogar. Also wir haben Lademöglichkeit für unsere USB-Geräte. Also zum Beispiel das Handy, 9000 mAh, also genügend Energie. Dann gleichzeitig kannst du aber auch 12-Volt-Geräte betreiben. Das ist ganz interessant, wenn ich zum Beispiel eine thermoelektrische Kühlbox mit im Auto habe und stelle das Auto ab. Bei den modernen Autos, immer wenn ich die Zündung ausmache, ist auch die 12-Volt-Steckdose abgetrennt vom Strom. Ja, und das heißt, dann müsste ich sie hier anschließen, überhaupt kein Problem. Und wir haben hier vorne einen richtigen Arbeitsscheinwerfer. Das können wir auch sagen hier. Im Dunkeln hast du damit Licht, wenn du mal eine Panne hast. Und wir können auch als Zusatz zum Warnblinklicht damit auf uns aufmerksam machen. Und für mich noch die wichtigste Funktion, die ich jetzt auch schon 3-4 Mal gebraucht habe, ist die letzte, die ich Ihnen zeigen möchte. Und das ist hier. Sie haben es vielleicht schon gesehen, diese Batterieklemmen. Das sind Polklemmen, sagt man auch dazu. Ja, manche sagen auch Krokodilsklemmen. Ganz egal, wie Sie es nennen. Sie haben hier jetzt die Möglichkeit, wenn die Batterie leer ist, und das ist laut ADAC die häufigste Pannenursache mit knapp 43%, können Sie hiermit Ihnen selbst Starthilfe geben, indem Sie dann die Batterie anschließen und dann einschalten. Und dann haben wir einen Startstrom von kurzfristig bis zu 600 Ampere. Und das reicht für wirklich große Maschinen, normalerweise für Autos bis zu 3,5 Litern Hubraum. Und denen dann den Stromimpuls zu geben, damit eben der Motor wieder läuft und dann die Lichtmaschine die Batterie wieder füllen kann. Deshalb starten, abhängen, aber dann mal, ich sage jetzt mal, 10 Kilometer Umweg fahren, mal ein bisschen Stückchen fahren, damit das nicht gleich wieder leer ist, damit die Lichtmaschine die Chance hat, die Batterie wieder zu laden. Aber früher war es so, du musstest halt einen Pannendienst rufen oder viele haben es auch mit dem Taxi gemacht, der kam dann mit Überbrückungskabel, hast du ein Schweinegeld bezahlt. Ja? Also hier kannst du das selber machen. Ich habe es für mich zum Glück noch nicht gebraucht, aber Kollegen und auch Nachbarn hatten gerade im letzten Winter schon leere Batterien. Da geht man einfach hin und sagt, ich helfe dir schnell. Und dann ist das in 2 Minuten erledigt. Ja, also sollten Sie sich auch Ihre eigene 5-in-1 Starthilfe Powerbank hier und eben auch noch Kompressor mit dabei bestellen zum TV-Sonderpreis von 63,64 €.
Das ist wirklich hervorragend, weil man sich selbst helfen kann, aber vielleicht auch mal einfach jemand anderem helfen. Das ist natürlich auch immer wunderbar. Die Bestellnummer hier für die ZX 30 13 und die 569. Und jetzt können Sie selbst Ihre Räder wechseln.